Herzlich willkommen zu unserem Talk mit dem Titel Das Bohren von dicken Brettern oder wie können wir als Bürgerinnen unsere Interessen politisch durchsetzen? Wir machen das am Beispiel von Themen, die für Menschen mit Behinderung interessant sind, aber viele der Informationen sind auch für Pflegekräfte wichtig, also wie man zum Beispiel Abgeordnete erreicht. Und so weiter. Ich möchte erstmal unsere Referierenden vorstellen. Das ist einmal die Dina Radtke. Sie war schon in ihrer Studentenzeit eine Aktivistin für Menschen mit Behinderung. Sie ist die Mitbegründerin des Vereins Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter und dort Peer-Counselorin und Bereichsleiterin der Beratungsstelle des ZSL. Frau Radtke war schon bei vielen Kongressen, zum Beispiel in Korea, Spanien, Kroatien und Kanada, immer im Rahmen des Tätigkeitsbereichs für Menschen mit Behinderung und da zum Beispiel Vorsitzende und Weltratsmitglied von Disabled Peoples International. Und sie wurde vielfach für ihr großes Engagement für Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet. Mehr findet sich da über Dina auf unserer Homepage. Dann begrüße ich sehr herzlich Ottmar Miles-Pauls. Er beteiligt sich immer wieder an Projekten und Kampagnen, war Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland und Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen des Landes Rheinland-Pfalz. Er hat also sehr viel praktische politische Erfahrung und seit 2014 arbeitet er für behindertenpolitische Projekte und Kampagnen. Benjamin Bechtle studierte an der Uni Karlsruhe Pädagogik und arbeitet seit seinem Abschluss im Januar 2013 als Bildungsreferent beim Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter in Kassel. Durch die berufliche Tätigkeit ist er mit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Deutschland sehr gut vernetzt. Aufgrund seiner Krankheit engagiert sich Benjamin Bechtle auch bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und organisiert hier auch eine Vielzahl von Veranstaltungen für Muskelkranke sowie deren Angehörige. Er gehört seit 2020 dem Mike-Beirat an und freuen uns immer sehr über seinen Input. Als letztes möchte ich Marcel Renz vorstellen. Ich weiß nicht, ist er jetzt schon da? Ich sehe das noch nicht. Also ich sehe ihn auch noch nicht. Ich stelle ihn trotzdem schon mal vor. Er ist dauerbeatmeter E-Rolli-Fahrer. Er lebt seit seinem Studium der Geschichte und Politikwissenschaft in Heidelberg und arbeitet seit über 10 Jahren als freier Autor und Journalist. Er publiziert schwerpunktmäßig in den Bereichen Reha, Behinderung und Inklusion. Für einen besseren Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung veröffentlicht er in seinem Inklusionsblog Marcel gibt Gas zu dem Thema. Den Blog kann man wirklich nur empfehlen. Er ist grafisch sehr schön gestaltet und die Texte von Marcel sind wirklich immer umwerfend. Seit 2014 gehört er dem wissenschaftlichen Beirat des MAIC an und erhält Vorträge und Webinare und gibt dabei in vielfältiger Weise Einblicke in seine Erfahrungen als Mensch mit Behinderung und als Mensch mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung. Also ja, die Kommunikation ist da ja sehr wichtig. Da Marcel jetzt noch nicht da ist, werde ich jetzt einfach schon mal mit meiner Präsentation beginnen. Und da würde ich dich bitten, Benjamin, dass du Genau, du kriegst es sofort. heilst. Muss noch ein Fenster kurz anders stellen bei mir. Jetzt muss ich nur gucken, ich sehe. Ja. Zwei. Okay, zack. Ja, also den Titel hatte ich ja schon gesagt, das Bohren von dicken Brettern oder wie können wir als Bürgerinnen unsere Interessen politisch durchsetzen? Wenn du bitte weitermachst. Warum dieses Thema?
Wenn man so wichtige Themen wie zum Beispiel die Assistenz im Krankenhaus oder das GKV-IPREC hat, könnte man manchmal etwas verzweifeln, weil eine Klärung einfach sehr lange dauert. Beziehungsweise es ist oft nicht einfach, dass ein Thema in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen wird. Und hier beginnt schon das Bohren des Bretts, also dass man einfach immer wieder auf das Thema hinweist und immer wieder auch ganz also verdeutlicht, warum das Thema jetzt so wichtig ist, dass man dann mit Leuten ins Diskutieren kommt, die durchaus eine andere Meinung darüber haben. Und dass man vor allem auch auf die Politikerinnen zugeht und da Überzeugungsarbeit leistet und denen klar macht, warum das Thema jetzt wichtig ist und warum sie als Repräsentanten der Bürgerinnen aktiv werden sollten. Denn der Deutsche Bundestag, ich spreche jetzt vorrangig vom Beispiel Deutschland, obwohl ich auch hier viele Gäste aus Österreich begrüße, da ist es ja ähnlich. Der Bundestag, der soll das ganze Volk repräsentieren. Interessant ist, dass die Süddeutsche Zeitung einmal eine Umfrage unter Abgeordneten gemacht hat, also Abgeordneten des aktuellen Bundestags. Und die Zeitung hat den Fragebogen geschickt und sie gefragt, wie gut repräsentieren die Abgeordneten ihr Volk? Das Ergebnis ist eindeutig. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung sitzen im Parlament nicht nur zu wenige Frauen und zu wenig Migranten, sondern auch zu wenig Landbewohner, zu wenig Menschen mit Hauptschulabschluss, zu wenig Menschen mit einer Behinderung. Und ergänzen möchte ich auch für die Pflegekräfte, es sind auch zu wenig Pflegekräfte im Bundestag vertreten. Unten ist der Link, wo man auf diese Studie kommt. Hier zeigt sich zum Beispiel im Bereich Menschen mit Behinderung, dass zwar 9,3% der Deutschen eine Behinderung haben, aber es sind nur 3,3% im Deutschen Bundestag vertreten. Und ja, das ist ein Problem für die Demokratie. Wenn du bitte weitermachst, das sieht man dann das nochmal in Zahlen. Es fehlen also, wenn man jetzt davon ausginge, von diesen, dass sie gleich repräsentiert werden, so wie sie in der Bevölkerung zahlenmäßig vorliegen. Es fehlen 43 Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag. Und das könnte man natürlich auf Pflegekräfte auch hochrechnen, aber dafür gab es keine Zahlen. Daraus folgt, es müssten sich viel mehr Menschen engagieren und eben auch schauen, dass sie oder auch ein politisches Amt anstreben. Das ist natürlich nicht so einfach. Die Arbeit als Bundestagsabgeordneter ist anstrengend. Man muss sehr mobil sein, man muss ständig auf Achse sein zwischen Wahlkreis Berlin, dann auch im Wahlkreis. Man muss an unglaublich vielen Veranstaltungen teilnehmen, man muss präsent sein, man muss mit den Menschen sprechen, damit sie einen natürlich auch wählen oder wieder wählen. Und man muss sich halt auch um andere Themen kümmern. Man gehört, ist ja dann auch in einer Partei und da geht es halt immer nicht nur um das einzige Thema dann Menschen mit Behinderung und Inklusion und so weiter, sondern man muss dann echt auch in den ganzen anderen Themen fit sein. Es ist einfach anstrengend. Aber es haben schon etliche auch geschafft. In der Vergangenheit gab es schon Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag und aktuell haben wir auch wieder einige. Und als Beispiel möchte ich hier nur Stefanie Effner nennen, die auch eine sehr interessante Biografie hat. Sie war vorher Behindertenbeauftragte in Stuttgart, glaube ich. Auf jeden Fall, die Vita sieht man hier unter dem Link. Genau, Stefanie Effner war die Landesbehindertenbeauftragte und Dienstsitz in Stuttgart, weil das Sozialministerium entsprechend das die übergeordnete Behörde ist. Mhm. Sie kennt das von der Pike auf, diese kommunale Arbeit. Also da kommt noch ein Foto von ihr auf der nächsten Folie. Wir haben sie auch schon kennengelernt in Berlin und also sie ist wirklich sehr aufgeschlossen und ich kann nur raten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, wenn man ein Problem hat.
Dann wollte ich einfach mal zeigen, weil ich glaube, das ist manchen immer noch nicht so klar, wie man überhaupt einen Bundestagsabgeordneten kontaktieren kann. Denn jeder, der Wahlkreis, also man hat ja einen Wohnsitz und darum ist der Wahlkreis und man hat also sozusagen seine Wahlkreisabgeordneten. Die Abgeordneten mögen es nicht so gern, wenn man einen Abgeordneten aus einem anderen Wahlkreis anspricht. Also der erste konkrete Ansprechpartner ist der im eigenen Wahlkreis. Da gibt es natürlich dann auch Abgeordnete aus anderen Parteien. Das ist in jedem Wahlkreis ein bisschen anders. Und um sich da zu informieren, wer ist denn eigentlich für mich zuständig, kann man auf diese Homepage gehen und findet dort alle MdBs und kann dann nach die Postleitzahl eingeben und dann findet man die Abgeordneten, die man dann ansprechen kann. Und vielleicht wohnt man mit denen sogar am selben Ort und kann da auch auf kurzen Wege einfach mal am Wahlkreisbüro vorbeifahren und sagen, hey, ich habe da ein Problem oder ich würde mich da gerne mal drüber austauschen. Oder man schreibt dorthin oder ruft im Büro an. Machst du mal die nächste Folie, bitte? Oh, da hat es wahrscheinlich ein Problem gegeben. Ja, der wird technisch, wird der, glaube ich, Irgendwie hat haben. es mir gerade meine Anbindung rausgeschmissen. Ja. Ich probiere nochmal das Bundestagsfenster zu teilen. Mal sehen, woran das liegt. So. Das ist das hier. So, jetzt soll das hoffentlich gehen, ohne dass ich wieder fliege. Ach, Also du ich bist direkt auf die Homepage gleich gegangen, ja? Da sieht man das nämlich. ja. Ich kann jetzt zum Beispiel für meinen Wahlkreis Karlsruhe Stadt gucken und sehe dann eben, wer die Abgeordneten hier sind, entsprechend im Bundestag sitzen. Ja, und auch die Biografie, also man sieht dann Genau, auch man schon. kann dann entsprechend die Profile anklicken und sieht dann eben die Biografie, sieht da, in welchen Ausschüssen die Person mitwirkt. Das ist auch sehr wichtig, in welchen Ausschüssen die sind, weil sie sich dann natürlich vor allem mit solchen Themen auch beschäftigen und gut auskennen. Genau, man kann dann auch die Reden nachvollziehen, wenn der Abgeordnete Reden gehalten hat, entsprechend im Bundestag. Oder die Und kann man auch auch bei verlinken. namentlichen Abstimmungen kann man auch nachvollziehen, wie die Person dann abgestimmt hatte. Ja, also. Es ist sehr transparent. Also hier auf der rechten Seite geht es dann auch noch mal auf die spezielle Homepage. Habe absichtlich jetzt mal noch ein anderes Profil aufgemacht, nicht, dass es heißt, ich mache für die Grünen Werbung, weil ich zufällig gerade grüne Abgeordnete genommen hatte. Aber da ist im Prinzip das gleiche, die Profile sind alle gleich aufgebaut. Und dann eben rechts ist immer noch die individuelle Homepage. Da bei den Profile Genau. im Internet, auch auf Das wäre dann Instagram und hier Facebook und zum überall. Beispiel individuelle. So. Das heißt, man kann auch über Facebook, also es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen, sich an Abgeordnete zu wenden. Und ich meine, das ist deren Aufgabe, sich dann auch mit diesem Problem zu beschäftigen. Genau. Man kann auch gucken, wenn die Abgeordneten auf regionalen Veranstaltungen sind, dass man dort dann entsprechend zu Wort kommt. So, dann tue ich die Schön Freigabe ist wieder auch, umstellen gleich. dass jeder Abgeordnete ein Kontingent hat für Berlin-Fahrten. Also wer mal das Parlament live erleben möchte, kann auch seinen Abgeordneten fragen, wann ist die nächste Reise nach Berlin? Kann ich da mitfahren? Dann kann man mal live ins Parlament. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Dann als nächstes finde ich auch noch sehr spannend das Portal Abgeordnetenwatch. Da findet man auch die Landtagsabgeordneten und die Abgeordneten vom Europäischen Parlament. Da gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und man sieht dann die Antwort, die der Abgeordnete oder die Abgeordnete gibt, ist da auch öffentlich einsehbar. Und ja, das sind ja dann schon immer mal gute Argumente, die man da austauschen kann und vielleicht auf die man sich dann später im Gespräch beziehen kann und so. Auf jeden Fall letztlich.
geht es heute darum, einfach anzuregen, da aktiv zu werden und auch mal Krach zu schlagen. Das hat uns damals dem Christoph Jaschke und mir der Bundesminister Heiner Geißler empfohlen, der längst verstorben ist, aber er sagte, anders geht es gar nicht. Also man muss sich einfach zu Wort melden und auch nicht locker lassen. Genau, wobei bei Abgeordnetenwatch gibt es das Phänomen, wenn man das koordiniert macht, dass viele ähnlich gerichtete Fragen stellen oder gleichgerichtete Fragen, wird das gerne mal als politische Kampagne auch abgelehnt. Das hat man in der Vergangenheit jetzt auch mehrfach gesehen. Ja, ja. Und man kann da auch ein Lied von singen. Ja, wenn natürlich, das war früher auch so, dass da so Postkartenaktionen gestartet wurden, dass jeder Abgeordnete die gleiche Postkarte bekam. Und dann war das natürlich so, dass da wurde dann zentral eine Antwort ausformuliert und ja, das wurde dann halt so zurückgeschickt. Das war dann ja nicht mehr so, ja, war halt so ein bisschen pauschal dann nur noch. Also ich glaube, es ist schon besser, man sucht dann so immer wieder das persönliche Gespräch. So in Bezug auf Menschen mit Behinderung möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass es eben Beauftragte für Menschen mit Behinderungen gibt und auf es gibt den Beauftragten der Bundesregierung, der oder die, letztlich war das noch Frau Bentele, jetzt ist es der Herr Dussel. Bitte? Der Herr Dussel, das ist jetzt. Genau, ja. Das ist die Homepage und es gibt auch Behindertenbeauftragte der Bundestagsfraktionen, es gibt es auf Landesebene und in den Kommunen. Also da gibt es auch auf dem Link darunter gibt es da nochmal die Kontaktdaten und die Bundesländer und so. Das sind also auch wichtige Ansprechpartner. Für die Pflege gibt es natürlich auch, gibt es die Beauftragte für die Pflege, das ist die Frau Moll jetzt, die findet man auch auf der Seite des Ministeriums, auf der Seite des Gesundheitsministeriums, während das hier ist auf der Seite des vom Kleisthaus, vom Jürgen Dussel. Ja, Jürgen Dussel. Ja. Genau, da kommt dann noch ein Foto auf der nächsten Seite. Genau. Und sein Motto ist, Demokratie braucht Inklusion. Also, ja. Was man sich natürlich schon wünschen wäre, dass diese auch Beauftragten, so wie auch der Pflegebevollmächtigte oder Pflegebeauftragte, dass die noch ein bisschen mehr Macht hätten. Also, es sind zwar beauftragt, alle Gesetze daraufhin zu prüfen, ob die entsprechenden Interessen auch berücksichtigt werden in diesen Gesetzentwürfen, aber also, ja, das ist eher so eine Hintergrundtätigkeit. Also es wäre ganz schön, ja, wenn Sie so Staatssekretärstatus hätten oder halt so ein bisschen, ja, noch mehr Einspruchsrechte hätten. Ich weiß nicht, das könnte man ja auch mal fordern. Weitere Möglichkeiten gibt es eben, das hatte ich vorhin schon gesagt, den Abgeordneten und die im Wahlkreisbüro besuchen oder eine Petition starten. Wenn eine Petition eine gewisse Anzahl von Unterschriften hat, dann muss sie im Petitionsausschuss diskutiert werden. Und kann es schon durchaus auch guten Austausch geben. Also der Petitionsausschuss muss sich ja auch genau informieren zu dem einzelnen Thema. Also sowas kann schon auch eine gute Wirkung haben. Und dann natürlich sich Rückenstärkung suchen über Verbände und Selbsthilfegruppen. Und wenn es da Veranstaltungen gibt, also auch einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete dazu einladen und einfach im Dialog bleiben. Wichtig ist einfach nicht locker lassen und keine Scheu haben, immer wieder nachzufragen oder auch mal zu demonstrieren. Als Beispiel, dass sich das Bohren von dicken Brettern lohnt, kann man zumindest sagen, dass ohne den Protest, also in Berlin hat ja der ALS Mobil e.V. und andere haben so gegen das RISC und auch später das GKV-IPREC protestiert, dass dadurch tatsächlich in Teilen das Gesetz wieder geändert wurde, also der Entwurf wurde geändert.
Und es kam zu verschiedenen Stellungnahmeverfahren, zu denen auch Verbände eingeladen wurden. Erinnern möchte ich auch daran, dass das beim eben verschiedene Stellungnahmen auch zur Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Die Betroffenen wurden angehört in Bezug auf GKV-E-Break, und das Gesetz wurde geändert, weil einzelne Abgeordnete im letzten Augenblick noch Druck gemacht hatten. Und der Hinweis auf die UN-Behindertenrechtskonvention hat Wirkung gezeigt und das Wunsch- und Wahlrecht wurde in letzter Sekunde in das Gesetz aufgenommen. Wobei wir da weiterhin dran sind, ich meine jetzt den GKV E-Break Think Tank, dass man trotzdem auch das Gesetz nochmal hinterfragen muss und die Abgeordneten darauf hinweisen muss, dass es da noch Schlupflöcher gibt, wo vielleicht das Wunsch- und Wahlrecht doch etwas ausgehebelt werden könnte. Trotzdem sollte uns einfach so ein Beispiel auch Mut machen, dass es etwas bewirkt, wenn man protestiert oder demonstriert. Ich war selber bei dieser Demo gegen das GKV-E-Projekt vor dem Brandenburger Tor, und das war also wirklich sehr beeindruckend, wer da alles mitgemacht hat und vor allem, wer sich alles auf den Weg gemacht hat, in schwersten E-Rollis und von ziemlich weit her. Und weil wir beim Demonstrieren sind, möchte ich auf morgen hinweisen. Morgen ist wieder der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der zudem sein 30. Jubiläum feiert. Der Tag wurde 1992 von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland initiiert. Dina, da warst du sicher auch maßgeblich beteiligt. Naja, vor allen Dingen der Ottmar, ich nicht so sehr. Der Ottmar hat das alles angestachelt oder initiiert. Und wir haben dann alle mitgemacht. Aber ich finde, der Ottmar ist der Hauptinitiator vom Protesttag. Umso mehr freut es uns, dass Ottmar heute da ist. Und also einfach auch Glückwunsch an dich. Also das ist ja wirklich grandios, gell? Dass das bis heute funktioniert und immer wieder Leute sich im ganzen Bundesgebiet an dem Tag treffen. Und der Ottmar war auch treibende Kraft beim Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Also das war schon alles toll damals mit riesigen Demos. Ja, und da gab es ja noch kein Internet. Also alles mit Telefon, schriftlich, ja. Also ohne Internet konnten wir auch ganz gut leben. Glaubt man zwar heute nicht, aber war so. Ja, und eben, dass es 30 Jahre so wurde, gell? Es ist wirklich sagenhaft. Und dieses Mal ist das Thema Tempo machen für Inklusion barrierefrei. Zum Ziel. Ja, und was ich noch sagen wollte zum E-Break und auch Assistenz im Krankenhaus, die entsprechen ja nicht gerade den Gesetzen, die wir haben. Also Grundgesetz entspricht es nicht. Artikel 3 Absatz 3 oder alle sind gleich, wir sind nicht gleich, und dasselbe gilt auch für die Assistenz im Krankenhaus. Und ich denke, eigentlich geht es gar nicht, dass ein Gesundheitsministerium so einen Gesetzentwurf vorlegen kann, der nicht mal unseren Gesetzen und auch die Behindertenrechtskonvention ist ja ein Landesrecht, ein Bundesrecht. Das,
dem es auch nicht entspricht. Und dass es möglich ist, sowas vorzulegen, das verstehe ich bis heute nicht. Und ich denke, dass wirklich die Absicht dahinter steht, dass Leute dagegen klagen. Und dann finde ich es noch mal viel schlimmer, weil wer soll denn dagegen klagen? Wer hat die Kraft, die Energie, die Ressourcen, das Geld, sich per Gericht gegen so ein Gesetz zu wehren? Und das ist ja eigentlich das, was am meisten erfolgversprechend wäre. Ja, deswegen ist es ja so ein dickes Brett. Ich meine, was ich sagte, als Erfolg beim KKVI-Projekt, das war wirklich minimal. Das ja, heißt, ja. Wir sind noch lange nicht durch das Brett. Ja, da kommen schon noch Probleme auf uns zu. Ja, Benjamin, kannst du noch mal weitermachen? Das ist dann so mehr oder minder meine Schlussfolie, aber wir ach sind Gott. Trotzdem. Jetzt habe ich dazwischen geplappert. Nee, ist schon gut. Ich meine nur, wir sollen uns trotzdem nicht entmutigen lassen, wenn was nicht auf Anhieb klappt, und einfach nicht locker lassen und auch kreativ sein. Also man muss wahrscheinlich auch mal so ganz überraschende Wege einschlagen. Und auch wenn es manchmal nervt, weil alles so lang dauert, wir müssen trotzdem, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, die Demokratie stärken und uns für einen Rechtsstaat engagieren. Und auch Kontakte zu freier Presse und kritischer Presse aufbauen und auch solche Organe unterstützen. Ich bringe jetzt nur das Beispiel Kobinet-Nachrichten. Also die werden ja, also die, das ist immer so spannend. Die sind hochaktuell, und also auch ein Kompliment an Ottmar wieder mal. Gell? Du bist ja da ganz maßgeblich redaktionell immer dabei. Und was halt auch immer wichtig ist, den Fake News nicht auf den Leim gehen, sondern alles kritisch hinterfragen, weil ja, da gibt es dann schon Abgeordnete oder halt, ja, so auf den Demos. Ich habe es nur so über Facebook mitbekommen, wo es dann hieß, ja, aber ich habe mich so gut unterhalten mit dem und dem Querdenker. Es ist so ein lieber Mensch, aber ja, kann ja ein lieber Mensch sein, aber das muss ja noch lang nicht richtig sein, was er da von sich gibt oder mir rät. Und ja, damit schließe ich meine Präsentation und kann nur sagen, lasst uns weiterhin im Gespräch bleiben und Ideen entwickeln, wie man für seine Rechte kämpft. Und jetzt möchte ich den Marcel Renz begrüßen. Ich sehe, der ist jetzt da, und erteile ihm auch gerne jetzt das Wort. Ja, hallo. Vielen Dank, liebe Maria. Ja, sorry, dass ich das später dazu kam. Da versteht man mich. Ja, sehr mit gut. Mit dem Mund raus. Ja, und zwar muss ich mich finden. Also ich bin selber recht angeschlagen. Dann irgendwann Antibiotika und hoffe, dass ich irgendwie den Infekt überstehe. Ich wollte trotzdem mich kurz zuschalten. Ja, danke für deine tolle Präsentation. Also ich sage jetzt einfach mal ein paar Worte noch. Genau, also die Dina Radke und ich, vor allem die Dina, die hat da über Jahre, ich spreche jetzt von dem Thema Assistent im Krankenhaus, die hat da ja jahrelang sehr viel Engagement eingebracht. So ein besseres und gerechteres Gesetz zur Assistenz zum Krankenhaus. Für mich selber war das
Außer mal jetzt ist angenehm, halt, dass ich halt, wenn ich irgendwie krank werde, da geht es mir schlecht. Ich kann das Ganze, wo ich sonst träge, auch nicht so gut machen. Ja, das Wasser. Ich bin nicht immer jetzt angenehm, halt. Und das reicht, nachdem ich selber mal dann dringend ins Krankenhaus musste. Ja, und das Engagement von der Tina hat mich da schon immer halt sehr inspiriert. Und dazu beigetragen, dass ich halt mich mit dem Thema auch selber auseinandersetzen sollte. Und ich glaube, das ist halt genau das der springende Punkt. Das war halt, wenn man irgendein Thema hat, das einen brennt. Das ist dann halt nicht sagen, naja, die andere werden es schon richten. Sondern dass man einfach sich selber einbringt und die Politik so geht und halt auch Selbsthilfe nutzt. Und zum Beispiel haben wir das war eine kleine Aktion mit meinem Pflegedienst, der halt auch ein Selbsthilfeverein ist, dass wir einfach hergegangen sind und die Bundes- und Landtagsabgeordnete immer vor der Wahl halt zum Zoom-Meeting eingeladen haben, also gerade weil es in Zeiten von Corona nicht anders möglich war. Genau, das war eine schöne Sache und da kommt man einfach mit denen näher drinnen, wo der Schuh drückt. Ich meine, da, dass das dann oben ankommt, das bewirkt, das weiß man nie. Aber ja, also irgendwie, ich war immer versuchen, Druck zu machen. Gerade die Sache mit dem Assistenz im Krankenhaus. Da muss ja halt klar sein, dass es einfach noch nicht zu Ende gekämpft ist und halt jetzt eh wieder wahrscheinlich sozusagen gespart wird. Und deshalb war es mir halt wichtig, dass ich halt auch persönlich mich da engagiere. Und da zum Beispiel so ein Mailverteiler aufgebaut. Bin damit jetzt auch noch nicht wirklich so weit gekommen. Also das GKV Feedback sind dann ein bisschen natürlich professioneller. Aber gut, vielleicht bringt da zumindest ein bisschen was. Genau, und der Appell von mir wäre halt, damit es manchmal nicht echt sehr ist, man sollte niemals irgendwie aufgeben, sondern halt wissen, dass man gemeinsam stark ist und sich eine Hilfe holen kann. Und so, ja, wie gesagt, da gibt es so viele clevere und gute Köpfe. Genau. Später kommt der andere, der Benjamin. Benjamin, der schon auch immer so einen guten Rat tut. Und sowas finde ich auch wertvoll. Oder einfach mal, es gibt Leute, die sind im gleichen Boot. Und ich bin halt sehr dankbar, dass der Ottmar sich heute Abend verheiratet werden hat, wieder mitzumachen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was er uns noch zu sagen hat. Dann würde ich auch das Wort gerne weiter. Ja, das Wort übergeben. Okay, Dankeschön, Marcel.
Und ich dachte eigentlich, dass du das Problem Assistenz im Krankenhaus für dich gelöst hast. Du warst doch vor einiger Zeit, 2, 3 Jahren, im Krankenhaus und hast es doch geschafft, mit Assistenz dort behandelt zu werden. Ja, das war aber eine Einzelfallentscheidung. Also, das war jetzt so 7 Stunden, als ich Assistenz, und dann war mein Vater nur da. Und er hat es dann privat so gemacht. Das war eher so genau unter der Hand. Und das habe ich dann unterstützt. Aber der Pflegedienst hat schon gesagt, man, jetzt schickt man da erstmal jemanden mit und dann kommt man da irgendwie eine Lösung finden. Aber es war schon, das Sieger ist das Ganze nicht. Allerdings habe ich jetzt gehört von der Stadt Heidelberg. Von der Stadt Heidelberg, dass die, wenn du Einbindungshilfe hast, dass die da auf jeden Fall gewillt sind, das zu übernehmen. In einem Fall gab es da jetzt. Ja. Aber mehr weiß ich jetzt noch nicht. Zumindest gibt es zwei Rechts. Rechtsgrundlage da, die man nur anpassen muss. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich für die Krankenkasse laufe. Ich hab zwar auch so eine Unterstützung von meinem Fahrzeug, ich habe Einbindungshilfe, aber wie weit das da reinspielt, weiß ich jetzt nicht. Ja, bei uns geht es ja um die Leute, die SGB V haben. Ja. Häusliche Krankenpflege. Ja. Und die wird ja bis jetzt nicht übernommen. Bis jetzt werden ja Leute übernommen, die Eingliederungshilfe haben. Und das ist das Problem. Und da müssen wir halt weitermachen, weil es ist. Für mich ist es klar, dass es dann Streitpunkt gibt, wer es finanziert. Weil es steht ja auch im Gesetz, dass im Krankenhaus die Pflege, die dort geleistet wird, dass die ausreichend ist oder ausreichend sein soll. Aber für eine bestimmte Menschengruppe ist es eben nicht ausreichend. Wenn die Pflegeleute oder die Krankenschwestern, Krankenpfleger, die wechseln ja alle 8 Stunden und sind dann nicht darauf eingestellt, auf Lagern und Heben und so weiter. Auf spezielle Handreichungen, die gebraucht werden. Und das kann man auch nicht so schnell lernen. Und deswegen ist es eben notwendig, dass Leute, die häusliche Krankenpflege ambulant, also zu Hause bekommen, da auch noch in der Klinik Unterstützung bekommen. Und dass das gezahlt wird. Ne? Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Gesetzgebung gerade ist. Also, da war doch so eine. Naja. Da war was wieder im Gange, aber man hat nichts mehr gehört momentan, wie das weitergeht. Da müsste man vielleicht auch mal wieder nachhaken. Soweit ich weiß, sind die Leute mit Demenz noch nicht dabei. Ja, genau. Und eben die Leute mit der häuslichen Krankenpflege. Diese zwei Gruppen sind noch ausgespart. Aber ist es nicht so, dass demnächst im GBA so eine Stellungnahme ist, wo halt die Verbände nochmal sagen können, okay,
Ja, das stimmt. Die und die Leute sollen ja berücksichtigt werden. Ja. Aber wann die Stellungnahmeperiode vorbei ist, die müsste jetzt laufen. Die ist noch nicht vorbei. Und Maria, weißt du, ob die DIGAP eine Stellungnahme abgibt? Die DIGAP hat auch nichts mehr, keine also Antwort bekommen. Weil es ging ja um diese Abrechnungsziffer erstmal für Erkrankungen, wo der Arzt automatisch ankreuzen kann, hier ist eine Begleitung nötig. Ja. Und da hat man nichts mehr gehört seitdem. Das ist jetzt schon Monate her, da müsste man wirklich mal nachhaken. Ja. Die ISL ist eigentlich auch stellungnahmeberechtigt, aber ich habe da jetzt auch nichts mehr gehört. Dann ist wahrscheinlich da noch nichts weiter bearbeitet worden. Mhm. Ja. Aber man kann ja mal nachfragen. Das wir fragen nach. Im Gesundheitsausschuss oder ja. Genau. Das machen wir. Mhm. Ottmar, weißt du denn irgendwas Neues? Ich weiß nichts Neues. Wenn es jemand wissen könnte, dann wäre es der Thomas Koritz. Ich weiß nicht, ob es da was schon angekommen ist. Ich glaube, das ist alles noch in der Mache. Denn wenn es was Neues gäbe, dann hätten wir bestimmt schon Bescheid bekommen. Thomas? Ja, das ist heute in dem Unterausschuss im GBA Thema gewesen. Ich war da aber selber nicht bei. Geplant ist, dass Mitte Mai das ins Plenum geht und dann das Stellungnahmeverfahren eingeleitet wird. Das wird also in Kürze beginnen. Das ist ja toll, dass du uns jetzt gleich informierst, Thomas. Und die ESL ist ja auch stellungnahmeberechtigt, nicht wahr? Ja, die ESL hat sich da jetzt selber nicht beworben, weil wir als ESL, Horst und ich, ja da an den Beratungen teilnehmen. Aber die Liga-Selbstvertretung wird Stellung nehmen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Und ich denke, die DIGAP wird auch Stellung nehmen. Ja, wenn, genau. Ich habe nur bisher nicht gesehen, dass da so eine Aufforderung eingegangen ist. Na gut. Marcel, warst du mit deinem Beitrag? Ich bin fertig, ja. Fertig? Ja, also ich würde mich vielleicht ein bisschen früher dann weg ausklingen. Dann wünschen wir dir gute Besserung, ja. Marcel. Ich bleibe jetzt ein bisschen dabei. Ich höre ein bisschen mit. Okay. Dann pfleg dich gut. Mach ich. Gut. Ich schaue gerade, wer das nächste war auf unserem. Ja, nach Assistenz im Krankenhaus. Da hatte Marcel geplant, dass der Ottmar etwas dazu sagt, wie wichtig Netzwerken ist, denn Ottmar ist ja ein begnadeter Strippenzieher und er hat unglaublich viel Erfahrung, wie man sowohl als Politiker zuerst, aber auch als eben als Angehöriger von irgendwelchen Gruppen und Kampagnen, wie man da Kontakte knüpft und auch Ziele erreicht. Ottmar, könntest du uns davon was berichten? Ja, liebe Maria, liebe alle ihr, die ihr hier so aktiv seid, Marcel, trotz Krankheit, mit dabei. Es ist für mich allein schon wieder herzbewegend, wie hier verschiedene Menschen an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ein Kern von dem, worum es auch geht, wenn man diese dicke Bretter ja, erkennen, anpacken und auch bohren will. Und ich glaube,
Ich habe mal so ein paar Punkte vorbereitet, weil ich das Nachdenken darüber auch nochmal spannend finde. Was macht es denn aus? Was führt uns zum Erfolg oder was hat uns vielleicht auch nicht zum Erfolg geführt? Mhm. Weil wenn wir jetzt 30 Jahre europäischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen haben, dann ist das auch nochmal so ein Ansatz, ich sage mal so ein bisschen in die Vergangenheit, aber natürlich auch in die Zukunft zu blicken. Also über die Hälfte meines Lebens begleitet mich jetzt schon dieser Protesttag und danke für diese Lorbeeren vorher, aber so ein Protesttag, auch dieses Jahr wieder mit 600 verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen, sowas lebt wirklich nur im Zusammenspiel von vielen. Und da macht manchmal eine kleine Aktion, die vermeintlich klein ist, kann eine ganze Menge bewegen, ja, während so manches Große, wo man dann vielleicht sagt, oh, jetzt haben sie zum 10. Mal demonstriert, vielleicht manchmal auch gar nicht so groß ist. Also es hängt an ganz vielen und ich glaube, das macht unsere Bewegung aus. Und wir alle haben verschiedene Interessen, Fähigkeiten, Kenntnisse. Und meins ist halt, ich stehe früh auf, ich schreibe viel, ich koordiniere gern, ich denke mir gerne Strategien aus, ja, und andere, die sind einfach auf der Matte und bringen rüber, warum das für einen, für eine selber so wichtig ist. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was unsere Bewegung, ich finde auch immer, auch so mit Herz geprägt hat, ist mir auch immer so ganz wichtig, aber auch diese Bewegung ist es, die uns, naja, die letzten 30 Jahre und eigentlich viel länger schon begleitet. Und ja, die Bretter sind immer noch unheimlich dick. Ich möchte mal so ein paar Punkte nennen, die wichtig sind. Ich erlebe es ja oft und ihr wahrscheinlich auch. Man redet mit jemand und dann kommt da, ja, das klappt nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und ich höre 2 Minuten zu und denke, oh mein Gott, ja, da kommen 10 Probleme auf einmal. Und das ist auch alles wahrscheinlich für die Person ganz furchtbar, ganz prägend, nur es ist überwältigend. Und ich erlebe halt, wenn man was verändern will, dann muss man sich wirklich nochmal die Ruhe nehmen und sagen, was ist jetzt das Wichtigste oder was ist das, das ich gerade vorantreiben will? Was ist das Thema? Ja, was ist das Ziel? Und meinem Sohn habe ich immer gesagt, wenn du was erreichen willst, wenn du was von mir willst, dann gib mir 3 gute Argumente. Und wenn du das in 1,5 Minuten mir erklären kannst, warum das wichtig ist, warum ich was tun sollte, warum wir, was weiß ich, dafür Geld ausgeben, dann hast du schon mal eine gute Chance. Und er hat sehr schnell dazu gelernt. Und ich glaube, das ist aber auch sowas fürs Leben, wenn man mit jemand redet. Das muss gar nicht nur ein Abgeordneter sein, sondern das kann auch ein Marcel sein, das kann ein Thomas Koritz sein, eine Dina Radke, wenn ich einfach mal sage, du pass mal auf, mir ist über den Weg laufen, das ist gerade ein Problem. Kannst du das in die nächste Sitzung vielleicht mit einbringen? Oder kannst du das mal mit deinen Leuten besprechen, ob wir vorankommen? Man muss es kurz und klar erklären können, wo liegt das Problem? Denn wir hören am Tag, was weiß ich, wie viele zigtausende Worte. Und das ist so das Erste. Und egal, ob das jetzt Politik ist oder Familie, wenn ich dieses Jahr überzeugen will, lass uns nicht nach Mallorca fliegen, sondern vielleicht mal mit der Bahn nach Norddeutschland fahren. Es ist gut, sich Argumente zu überlegen, Verbündete zu finden, bisschen zu netzwerken, ja, und der Schwester von mir aus vorzuschwärmen, wie toll das an der Nordsee auch ist, ja, und dann irgendwie auch einfach mit Leuten zusammen was zu erreichen. Also ein klares Ziel. Ja, ein klares Thema. Es kann immer auch verschiedene Themen geben, wofür man sich einsetzt. Und das wird auch gerade jetzt, wo ihr habt ja schon gesagt, beim Thema Assistenz im Krankenhaus ganz wichtig sein. Die Politiker, die Abgeordneten, die glauben, die haben jetzt was richtig Gutes gemacht. Ja, die haben das letzten Sommer, das haben sie noch durchkauen. Ja, und jeder war's. Ja. Aber die wollen erstmal noch gar nicht hören, wo es noch klemmt und wo es hakt. Und das müssen wir jetzt auch wieder verständlich machen. Ja, für welche Personen es immer noch schwierig ist, ja, und dafür auch gute Beispiele finden. Und wenn wir das Thema haben, dann sind wir wieder bei diesem Punkt Verbündete finden. Da können Veranstaltungen wie diese ganz wichtig sein, ja, wo man einfach mal von Thomas Koritz zum Beispiel hört, wie ist das im Moment, ja, welchen Stand hat das Ganze und könntest du vielleicht mal da, ja. Gute Beispiele finde ich total wichtig, auch wenn jemand vielleicht mal selber was durchgesetzt hat. Also wenn der Benjamin zum Beispiel geschafft hat, irgendwie einen Behindertenparkplatz vor die Tür zu bekommen, dass man dann sagt, verstehe ich nicht. Ein Freund von mir
aus dem Badenland, da ging das. Da werden wir in Schwaben das ja wohl auch schaffen. Ja, also auch zeigen, es geht. Und da hat unsere Bewegung immer viel gelernt, indem wir in die USA für Barrierefreiheit geguckt haben, nachdem wir nach Schweden geguckt haben, Leben in der Gemeinde oder auf die Taxis in London. Es ist schwieriger zu sagen, das geht nicht, wenn es das schon irgendwo gibt. Ja, und das gehört alles auch so zu einer Kampagne. Also Verbündete finden, gemeinsam vorgehen, Kernpunkte entwickeln. Ja, und dann auch eine gemeinsame Plattform. Also habe ich von mir aus www.krankenhausassistenzfuralle.de oder irgendwie sowas, wo ich das auch zusammenführen kann und vielleicht Unterstützer finde und vieles andere. Ja, dann natürlich die politische Ausrichtung. Und da tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit unserer Bewegung, weil wir rufen und schreien immer für alles. Wir werden auch, also letztes Jahr, also ich war des Verzweifelns nah. Wir hatten ein konkretes Gesetzgebungsverfahren im Bundestag. Das war richtig heiß um den Protesttag rum. Und zwar das große Thema Barrierefreiheit, für ganz viele wichtig. Es ging um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Boah, dann fingen die alle an mit irgendwelchen Themen und das Thema Barrierefreiheit war ja da, aber es hat keiner wirklich richtig gekämpft. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen auch gucken, was ist gerade politisch aktuell? Wo können wir uns einklinken, um was zu verändern? Weil wenn so ein Gesetz erstmal wieder verabschiedet ist und dann rufe ich, nachdem das durch ist, dann rufe ich im September, oh, Barrierefreiheit. Ja, das kann und das muss man auch machen. Aber ich muss es auch dann rufen und die Kontakte knüpfen, wenn es im Bundestag steht. Weil dann gilt es. Dann geht es um konkrete Sätze, da geht es um Paragraphen. Und gerade, Maria, du hast das auch ja nochmal gut deutlich gemacht, ein Gesetzgebungsprozess, der zieht sich. Da wird erst in den Ministerien beraten, dann gibt es Anhörungen, dann kommt es im Bundestag, dann gibt es Anhörungen. Und die, die das Sagen haben, also die Mehrheit, die machen dann noch Änderungen. Und da, glaube ich, müssen wir noch mehr gucken, auch jetzt in dieser Legislaturperiode, wo wir eine Reihe von guten Sachen im Koalitionsvertrag haben, dass wir diese Zeiten auch nochmal gezielter nutzen, um was zu erreichen. Denn ich finde, wir brauchen wieder mal mehr Erfolge, denn wir sind ja auch oft frustriert. Das will man ja auch nicht verkennen. Aktionsideen ist natürlich auch ganz wichtig. Das kann für Einzelnen kann das eine Petition sein. Das kann eine Petition in solchen Plattformen sein, die erstmal so wie eine Unterschriftensammlung sind, aber das kann natürlich auch ein Bundestag sein. Und die Petition zur Assistenz im Krankenhaus war ganz wichtig. Also solche Dinge, was habe ich sonst noch an Aktionen? Also machen wir einen Besuchstag bei Abgeordneten, wo wir erzählen mit Problemen mit Assistenz im Krankenhaus oder andere Themen. Machen wir eine Demo, wie morgen in Berlin, mache ich eine Podiumsdiskussion, eine Online-Veranstaltung. Also das ist ganz vielfältig und da sollte man auch für sich schon mal so überlegen, was kann ich da machen? Also wo habe ich Verbündete? Wie können wir das Thema vorantreiben? Ganz wichtig hat sich auch in der Vergangenheit erwiesen, wir fordern immer was. Und es ist gut, dass wir so 3, 4 Punkte haben. Das müsste verändert werden. Und dann kommt das in die Politik. Dann macht sich ein Ministerium Gedanken, wie machen wir ein Gesetz? Und wir sind dann ganz schnell an dem Punkt, die machen dann irgendwas, das gefällt uns gar nicht. Und dann hat man es schon schwer, weil dann ist was im Raum. Da ist der Elefant schon, der steht schon da und der dominiert ziemlich. Wenn wir es aber schaffen, selber Formulierungen zu finden, wie müsste ein Gesetz geschrieben sein, was müsste da drin stehen, das ist manchmal richtig schwierig, manchmal ist es auch gar nicht so schwierig. Und deshalb waren natürlich auch die Juristinnen und Juristen immer ganz wichtig, die sich sozusagen überlegt haben, wie kann das Gesetz aussehen? Weil dann kann man ihnen was auf den Tisch legen und sagen, hier haben wir einen Vorschlag. Das heißt noch lange nicht, dass die das nehmen, aber wir haben schon mal, wir können sagen, so könnte man es regeln. Und das ist auch für die Presse ganz wichtig, weil die Presse will ja wissen, wo ist das Problem? Und dann will die Presse wissen, ja, ja, das könnte man jetzt machen. Und je besser diese Vorschläge, und das ist ja auch für den Mike wichtig, mit den Akteuren, mit den Menschen, den behinderten Menschen, aber auch diejenigen, die in den Bereichen arbeiten, abgestimmt ist, ja, dass das auch ja, fundiert, wie man so schön sagt, ist, ja, umso mehr Chancen hat man es und umso mehr Verbündete findet man auch wieder. Ja, dann kommt irgendwann mal
haben wir eine Chance. Ja, es gibt vielleicht, steht ein Beschluss im Stadtparlament oder im Landtag oder im Bundestag an und dann, genau dann müssen wir präsent sein. Und da kann eine Demo oder irgendwie sowas kann nochmal ganz wichtig sein. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, überzeugen. Und da hast du, Maria, finde ich, nochmal gut hingewiesen, es lohnt sich schon, auf die Abgeordneten zuzugehen. Weil früher oder später haben sie es mit dem Thema zu tun. Und es lohnt sich natürlich auch, auf die Fachpolitikerinnen und Politiker zuzugehen. Weil wenn ich jetzt von mir aus hier einen örtlichen Abgeordneten anspreche, der hauptsächlich im Wirtschaftsausschuss ist, dann gibt es vielleicht Themen, kann ich dem nahe bringen. Aber ich muss auch mit demjenigen im Arbeits- und Sozialausschuss reden oder im Gesundheitsausschuss, weil die sind tief drin. Weil mein Abgeordneter oder Abgeordnete, die sagen erstmal, Moment, das gebe ich an meinen Kollegen weiter, das ist sein Fachgebiet. Trotzdem ist es gut, mit den beiden zu reden, um deutlich zu machen, hier brennt es, hier müssen wir was tun, hier seid ihr auch gefordert. Und wie gesagt, man kommt immer wieder auf die Verbündeten. Man braucht auch Geld. Das haben wir immer wieder gemerkt. Man kann einiges ohne Geld bewirken, aber eine gute Kampagne, ja, sie will auch koordiniert sein. Man will auch eine gute Pressearbeit machen können. Und ja, und da braucht man Menschen, ich sag mal, die auch so koordinieren können, die verbinden können. Dieses Vernetzen ist ganz wichtig, weil wir sind inzwischen in vielen Gremien drin und dass da einfach auch das ausgeschöpft wird, was wir machen können, ja, dass man auch gute Leute für eine Anhörung findet. Also es sind ganz viele Punkte. Ich bin sicher, ihr habt da noch viel mehr aus eurer Erfahrung, aus eurer Beratung raus, aus eurer Arbeit. Was mir nochmal ganz wichtig ist, ist unser eigenes Seelenheil. Also ich bin ja immer wieder an diesem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr, jetzt ist gut. Also man ist frustriert. Und ich selber habe mir ja eigentlich so damals mit Maria, wir haben ja schon daheim statt heim. Also mir tut das so in der Seele weh, dass wir so ein institutionell geprägtes Behindertenwesen haben, Unwesen haben, wo die Einrichtung eigentlich fast das Normale ist. Und wer was anderes will, wer nicht in die Werkstatt, wer nicht in die Einrichtung will, der muss sich die Hacken abkämpfen und mit allem Möglichen und das andere ist eher. Und ich reg mich da auf. Das frustriert mich zu tief. Und deshalb muss man auch immer wieder auf sein eigenes Seelenheil achten und gucken, wenn man was Kleineres oder was Mittleres, was Größeres, ist ja noch toller, erreicht hat, dass man auch nochmal innehält, sich nochmal selber auf die Schulter klopft, mit anderen auch das nochmal macht und sagt, Leute, es war hart. Wir haben nicht das bekommen, was wir wollten, hundertprozentig. Aber wir haben manchmal auch was Schlimmes verhindert oder wir sind auch ein paar Schritte vorangekommen. Lasst uns darauf mal anstoßen. Lasst uns das feiern. Denn wir haben wirklich auch manchmal was zu feiern. Auch in den 30 Jahren. Eine Grundgesetzänderung, das macht man nicht so einfach. Gleichstellungsgesetze, so viel da auch noch nicht stimmt, das kriegt man nicht einfach. Oder auch jetzt die Assistenz im Krankenhaus wieder einen Schritt voranzukommen. In der Zeit, ja, wo ich sage mal, wir haben ja enorme Finanzprobleme kriegen. Pandemie, Krieg, alles, was da dran hängt, wo man nie weiß, was morgen ist. Da kann man sich und müssen wir uns auch immer wieder auf die Schultern klopfen, durchschnaufen, Luft holen. Und mir geht es dann immer so, darum gebe ich auch gerne. So, es ist nett, wenn man Blumen kriegt und sagt, du hast. Es ist nie so du selber, aber mir geht es so, wir alle haben, glaube ich, auch so eine innerliche Verpflichtung, weil das Leben, glaube ich, hat es mit einigen von uns auch wirklich gut gemeint. Wir konnten Dinge durchkämpfen. Wir haben selber Solidarität erlebt. Wir wissen, wie es Menschen geht, die benachteiligt sind. Wir fühlen mit ihnen. Und ich denke, da sage ich für mich immer, ja, wir haben auch so eine Verpflichtung, ja, die Welt ein Stück weiter zu verändern, ja, für andere mitzustreiten, die das vielleicht noch nicht so richtig können, vielleicht auch noch nicht richtig wollen, und auch für unsere Eltern, unsere Kinder Zukunft. Ja. Und da müssen wir uns immer wieder aufraffen und ja, so wie dieses Jahr wieder Aktionen durchführen, Diskussionen wie diese hier und hoffentlich auch die Regelungen zur Assistenz im Krankenhaus, zur Intensivpflege und alles, was dranhängt, wo ihr euch ja auch intensiv damit beschäftigt, das zu verändern. Also ihr merkt, es hängt unheimlich viel dran. Wir haben eine ganze Reihe von Werkzeugen. Wir können aber in vielen Bereichen noch viel, viel besser werden und arbeiten wir dran.
Darum ist es schön, ja, heute auch nochmal so ein bisschen zurück vorausblicken zu können. An der Stelle erstmal danke. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Nein, überhaupt nicht. Vielen Dank, Ottmar. Da waren wieder viele gute Tipps dabei, aber eben auch, dass man trotzdem positiv bleibt. Deswegen war vielleicht meine Präse für manche so ein bisschen, ja, heile Welt. Aber andererseits, man muss sich trotzdem immer wieder vergegenwärtigen, was es für Möglichkeiten gibt. Da fällt mir noch ein, wichtig wäre auch heute im Bundestag diesen Newsletter zu abonnieren, weil dann ist man jeden Tag mehr oder minder informiert, was gerade in der Mache ist. Also die berichten auch von Ausschusssitzungen und so weiter und von Anhörungen. Also da ist man wirklich immer auf dem Laufenden. Ist also auch ganz einfach zu abonnieren auf der Homepage des Deutschen Bundestages. Benjamin, du hattest auch noch also das schöne Beispiel mit dem Behindertenpark. Ja, ich hatte vorhin das Beispiel. Ich habe ja daheim einen Behindertenparkplatz eingerichtet bekommen von der Stadt, nachdem es bei uns keinen passend normalen Parkraum gibt für mein Auto. Sprich, mein Auto ist mit 2,18 Meter zu hoch für unsere Tiefgarage. Sonst wäre ich darauf verwiesen worden. Und tatsächlich war es so, dass vorne dran eine große Fläche ist, wo Gehweg ist mit Abflachung, dass man entsprechend über die Straße kommt. Und was haben die Autofahrer gemacht? Behindertenparkplatz, okay, wir parken davor. Ich hatte Probleme reinzukommen in meinen Parkplatz und vor allen Dingen hat man ständig Probleme gehabt, über die Straße zu kommen, weil ohne Abflachung ist es mit Rolli einfach Käse. Kennen viele von euch. Also hatte ich die Stadt angeschrieben und gebeten, ob man da nicht vielleicht Pfosten reinrammen kann, dass da eben keiner mehr hinstehen kann auf die Fläche. Nee, geht nicht und überhaupt. Haben ein halbes Jahr mich mit der Stadt rumgeärgert. Ende vom Lied war, dass ich zwei Gemeinderatsmitglieder angeschrieben habe, die sich das mal vor Ort angucken können und vielleicht im Gemeinderat mal besprechen können. Tja, drei Tage später waren plötzlich Pfosten drin. Also es geht auch sehr schnell. Und das zweite Beispiel, was ich auch noch bringen kann, ist diese Geschichte mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung, kurz BAS. Das ist die zuständige Fachaufsichtsbehörde für viele bundesmittelbare Krankenkassen oder Sozialversicherungsträger und dann haben wir auch die Deutsche Rentenversicherung Bund. Tatsächlich lohnt es sich bei Fehlverhalten von Kostenträgern, sich dort zu beschweren, zusätzlich zum normalen Rechtsweg, weil oft wird da schneller dann was geändert als auf normalen Wege. Ich hatte das Beispiel, dass ich elektronischen Widerspruch eingelegt hatte, über diese gesicherte elektronische Kommunikation, sprich mit dem Rentenversicherungsträger über Personalausweis angemeldet in dem Portal und zusätzlich per E-Mail, auch mit Zertifizierung und so weiter, Personalausweis und so weiter. Die Deutsche Rentenversicherung Bund wollte mir den Widerspruch nicht anerkennen, weil er den Schriftform nicht genüge. Allerdings gibt es ein Signaturgesetz in Deutschland, wo besagt, dass eben, wenn diese elektronische Kommunikation vereinbart ist, dass das der Schriftform genügt. Hatte ich der guten Dame am Telefon auch probiert zu erklären, wollte es nicht einsehen. Ende vom Lied war, dass ich mich beim BAS beschwert habe drüber und seitdem in allen Bescheiden der Deutschen Rentenversicherung explizit steht, dass das Einlegen von Widersprüchen für elektronische Kommunikation oder die E-Mail möglich ist. Sprich, die Deutsche Rentenversicherung hat auf meine Beschwerde beim BAS hin das anpassen müssen, damit die Mitarbeiter das auch verstehen. Von daher kann ich jeden nur ermutigen, da wirklich entsprechend über Politik oder auch die Fachaufsichtsbehörden sich zur Wehr zu setzen. Das ist ja toll, Benjamin. Ja, super. Und auch der Ottmar hat wirklich so, so gut auch berichtet und Beispiele gegeben. Das sind lauter wertvolle Hinweise. Ich würde gern mal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob die noch irgendwas aus ihrem persönlichen Leben beitragen möchten können. Das wäre doch für uns alle interessant.
oder Dinge, die man zwar im Kopf hat, aber die schwierig sind anzugehen, ob man die berichten möchte, dann kann man ja drüber reden. Vielleicht macht es es dann leichter. Ansonsten hätte ich noch was, und zwar die Petitionsausschüsse, die hatten wir, glaube ich, gar nicht groß erwähnt. Tatsächlich gibt es ja auf Landesebene und auf Bundesebene einen sogenannten Petitionsausschuss, also im jeweiligen Bundesland und eben beim Bundestag. Und da kann man tatsächlich auch als Einzelbürger ohne eine große Kampagne eine Petition einreichen und sich eben über Fehlverhalten von staatlichen Behörden beispielsweise beschweren oder das hinterfragen zumindest. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn zum Beispiel die Behörden ewig brauchen, Anträge zu bearbeiten, gerade Sozialhilfeträger sind da gerne dabei, dass die im Bereich Assistenz extreme Verzögerungen an den Tag legen. Da ist es tatsächlich so, dass die Behörden ziemlich schnell in die Puschen kommen, wenn es beim Petitionsausschuss liegt, weil tatsächlich muss der Petitionsausschuss für die rechtliche Lage die zuständige Fachaufsicht wieder befragen, sprich im entsprechenden Ministerium die Mitarbeiter. Und desjenige, über das ich mich beschwere, sprich beispielsweise dann die Stadt, muss sich zu dieser Beschwerde auch äußern. Und das schriftlich gegenüber dem Petitionsausschuss. Und der Petitionsausschuss muss es dann zusammenfassen, werten und dann auch beschließen, ob da irgendwie tätig werden muss oder wie man der Petition dann abhilft letztendlich. Und tatsächlich wirkt es sehr stark beschleunigend in vielen Fällen. Manche Fälle brauchen natürlich ihre juristische Klärung, aber manche Fälle reicht es tatsächlich aus, entsprechend über die Fachaufsicht das anzustoßen. Und dann geht da plötzlich doch eine Einzelfallentscheidung, die vor der Kostenträger nicht wollte. So, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, da im Bereich Petitionsausschüsse auch sich politisch zu beteiligen. Oder und da ist eine Anmeldung. Okay. Achso. Ja, ich wollte noch eins hinzufügen, also zumindest klappt das bei uns in der Kommune in Jena so, dass man auch über den Bürgermeister gehen kann, dass man das mit Ihnen halt mit reinholt, wenn zum Beispiel das Sozialamt oder das Integrationsamt nicht ordentlich schnell genug arbeitet, so wie den Behindertenbeauftragten der Kommune auch mit ins Boot holt, also dass man den auch anschreibt, um halt zu prüfen, warum schleift mein Antrag, was ist da los? Also das ist zumindest in Jena immer auch noch ein Weg, um halt lass uns so ergründen, was ist da Phase und auch sowas zu beschleunigen in gewissen Fällen. Also das ist auch nochmal ein Weg, zumindest die Stadtverwaltung direkt auch den Vorsitzenden der Stadtverwaltung, also den Bürgermeister wirklich auch mit sozusagen auch damit zu konfrontieren, wie seine Verwaltung arbeitet. Das ist halt, um zu sehen, und dann haben wir auch schon einige Erfolge gehabt damit. So ähnlich ist es ja auch bei Abgeordneten. Wenn ein Abgeordneter, der darf zwar nicht beraten in irgendeinem Fall, juristisch darf er nicht beraten, aber er kann durchaus mal in so einer Behörde anrufen und einfach fragen, wie ist denn der Stand der Dinge in dem und dem Fall? Und das wirkt auch schon manchmal Wunder. Also deswegen, also geht das oft dann auch über so kurze Wege, dass dann ja sowas schneller läuft. Und ich habe im Chat noch den Link eingestellt zu HP Widerspruch. Da kann man zum Beispiel, wenn die Kassen etwas verweigern, kann man das einfach mal an diesen Rechtsanwalt weitergeben. Und der prüft das zunächst auf Kosten der Kassen. Da gibt es so eine gesetzliche Vorgabe. Also wir müssen uns mal erkundigen, aber es scheint sich zu lohnen, wenn man auch da mal über diese Website geht. Ich würde das gerne nochmal unterstreichen mit den Behindertenbeauftragten, weil wir vergessen ja oft Strukturen, die wir haben. Und wir haben ja in den Städten, Gemeinden zum Teil Behindertenbeiräte, aber auch Behindertenbeauftragte, und wir haben in allen Bundesländern und natürlich auch beim Bund Behindertenbeauftragte. Ich habe ja 5 Jahre in Rheinland-Pfalz als Landesbehindertenbeauftragter gearbeitet, und es ist immer so eine Mischung, je nachdem, wie die Beauftragten ausgestattet sind, wenn man ehrenamtlich ist oder wenn man keinen richtigen Arbeitsstab hat oder es liegt manchmal auch an den Personen.
Man kriegt nicht immer das, was man will, aber ich finde, es sind wichtige Anlaufstellen. Und bei mir war es natürlich immer so zwei Herzen, die geschlagen sind. Wenn im Jahr 1000 Eingaben kommen, das schafft einen schon auch. Aber das war, ich fand, für mich als Landesbeauftragter, das war das Salz in der Suppe, weil ich habe mitbekommen, was behinderte Menschen im Land beschäftigt. Und was gibt es Besseres für die Politik als ein Frühwarnsystem, wenn mir jemand schreibt und sagt, hier wird was geplant und die achten nicht drauf, als wenn das Kind dann am Ende in den Brunnen gefallen ist oder wo wirklich auch noch Probleme in der Gesetzgebung oder bei Regelungen ist. Also ich finde, Behindertenbeauftragte, und wenn die gut sind, dann kommunizieren die das natürlich auch in die Verwaltung rein. Wenn die nicht wissen, wo es hakt und klemmt, dann passiert natürlich auch nichts und dann haben die auch keine Argumente, was zu sagen, weil wenn ich dann zur Ministerin ging und sage, hier, ich habe drei Eingaben von drei verschiedenen Städten, das ist ein Problem. Was können wir da machen? Dann ist das anders, als wenn ich mir nur irgendwas aus den Finger saugen muss. Also wirklich auch nochmal so zu gucken, welche Strukturen gibt es und mit den Leuten reden und man merkt dann ja schon, klappt es oder klappt es nicht oder dann gehe ich einen anderen Weg. Aber ich möchte es echt nochmal unterstreichen und toll, dass das in Jena dann auch klappt. Ich bringe zwar sonst immer am Ende des Talks einen Hinweis, aber dieses nächste Mark Online Special ist schon sehr wichtig, gerade im Zusammenhang mit diesem Thema. Und zwar haben wir am 31. Mai, also am Dienstag, 31. Mai von 11.30 Uhr bis 13 Uhr, einen Termin und da sind wirklich die Politikerinnen dann auch da. Wir hatten versucht, für diesen Talk schon welche zu gewinnen, aber ja, heute war offensichtlich ein ganz schlechter Tag, wahrscheinlich wegen der Ausschusssitzungen oder ich weiß nicht, ob heute Sitzungswoche ist. Auf jeden Fall wird an dem Dienstag, 31. Mai, die Corinna Rüffer da sein, die Stefanie Effner, die ich ja vorhin gezeigt habe, Nicole Westig, Maria-Christina Halwachs wird auch dabei sein, und der Pflegewissenschaftler Professor Dr. Michael Isfort. Und angefragt haben wir auch die Frau Professor Degener. Und abgesagt hat, soweit ich jetzt weiß, die Claudia Moll. Es wird nämlich um das Thema gehen, freie Wahl des Versorgungsorts im Koalitionsvertrag. Zwar verankert, aber wie wird die Realität aussehen? Und da geht es natürlich ums GKV-IPREC und diese Sache mit dem Wunschort, wo man gepflegt werden möchte. Also da gibt es eben, wie wir meinen, einige Hintertürchen, wo das Wunsch und Wahlrecht bedroht sein könnte. Und da geht es jetzt natürlich darum, dass wir da so knackige Formulierungen haben, dass wir den Abgeordneten eines Teils sagen, ja, sie haben wirklich viel erreicht mit dem Hinweis auf UN-Behindertenrechtskonvention, aber da müsste noch an der und der Stelle was nachgebessert werden. Und da muss man halt echt fit sein in der Gesetzgebung und braucht da auch wirklich juristischen Beistand, weil manchmal geht es ja nur um ein Komma oder sonst was, also oder um eine einzelne Formulierung. Und also wer da auch dabei sein kann, ist herzlich eingeladen. Und eben weil wir dann auch wirklich die Politiker haben, die sich für uns da anderthalb Stunden Zeit nehmen. Ja, bin ich gespannt drauf, was sich da ergibt. Ja, wir wollen auf den Koalitionsvertrag hinweisen. Weil ja. Da steht ja drin, dass das Ziel besteht, eine 24-Stunden-Versorgung abzusichern zu Hause. Und ja, dann nehmen wir die Abgeordneten jetzt auch beim Wort und ja, müssen ihnen da auch so sozusagen Hausaufgaben an die Hand geben, weil das haben sie natürlich am liebsten. Also nicht, dass die Abgeordneten selber noch groß suchen müssen, sondern eigentlich sind sie ganz froh, wenn sie so eine Checkliste auch haben, die sie abarbeiten können. Wir haben ja noch das Grundgesetz.
Wir haben ja nicht nur die BRK. Und ich finde das auch wichtig, dass man beides betont. Mhm. Ne? Also, ja, der Ottmar hat sich gemeldet. Ja, vielleicht noch mal zum Stichwort Koalitionsvertrag. Also das haben wir oft auch viel zu wenig im Blick, wie wichtig so ein Koalitionsvertrag ist. Den gibt es auf Bundesebene. Der macht dann irgendwie 180 Seiten aus. Und wenn er gut ist, dann hat er auch einen Teil drin zum Thema Politik für Menschen mit Behinderungen oder Inklusion. Also im jetzigen Koalitionsvertrag der rot-grün-gelben Regierung ist der auf Seite 78, sind es ungefähr so 2-3 Seiten. Man findet an verschiedenen Stellen dann nochmal was zum Thema Behinderung. Aber das Zeug liest niemand wirklich gern. Aber wenn ich was bewegen will, dann ist das im Prinzip, ich sag mal, das ist so wie die Wanderkarte von den Parteien, die sich zusammengeschlossen haben zum Regieren. Die haben sich Ziele gesetzt und die sind da drin. Und was da drin steht, das ist sozusagen eine Vereinbarung, das wollen sie erreichen. Und da dann drauf zu gucken, finde ich da was zu meinem Thema? Kann ich da nochmal anknüpfen? Kann ich da nochmal Druck machen, dass das auch angepackt und nicht auf die lange Bank geschoben wird? Und im jetzigen Koalitionsvertrag finden sich schon eine ganze Reihe von spannenden Sachen. Also drum ist es toll, dass ihr diese Veranstaltung habt, weil jetzt kommt die Bundesregierung und die Regierungskoalition, die kommt jetzt so langsam in den Modus, wo man sagen kann, Leute, jetzt macht mal eure Hausaufgaben. Jetzt habt ihr euch kennengelernt, jetzt habt ihr erste Debatten geführt, habt natürlich auch eine ganze Menge Herausforderungen, aber jetzt, wann packt ihr bitte was an? Und da wollen wir natürlich auch im gefälligsten Wörtchen mitreden im Sinne der Partizipation. Und deshalb, man vergisst es oft, also was in Summe auch vor Ort. Bei uns in Kassel steht drin, es sollen Behindertenbeauftragten Hauptamtlichen geben. Jetzt regieren sie ein Jahr. Ja, und jetzt muss das in den Haushalt rein, weil wenn das nicht gemacht wird, dann bleibt es nur Worthülsen. Und es ist eh schwierig genug, da immer was Konkretes reinzukriegen. Aber deshalb sollten wir natürlich auch wirklich damit arbeiten. Und ich glaube, in dem Koalitionsvertrag sind einige Ansatzpunkte, wo man nochmal drauf drängen kann, dass das wenigstens umgesetzt wird. Soweit. Super Tipp, danke. Können wir uns schon vorbereiten für den Talk? Ja, genau. Ja. Mit Seite 78 folgende. Also wir müssen den Talk jetzt natürlich nicht künstlich verlängern. Also wenn es natürlich jetzt keine Fragen mehr gibt oder Vorschläge, können wir das dann natürlich dabei belassen. Einige müssen ja noch ihr Köfferchen packen für die Fahrt nach Berlin zur Demo oder zur Demo morgen an dem Ort, wo er gerade lebt. Denn es ist ja echt super, dass es bundesweit stattfindet. Und ja, also wenn es also keine Fragen und Vorschläge mehr gibt, würde ich mich sehr herzlich bei allen bedanken, vor allem bei Ottmar und Dina und Marcel und Benjamin, dass sie sich die Zeit genommen haben und Benjamin, dass du mich technisch unterstützt hast. Ja, und allen anderen auch. Dankeschön, dass sie dabei waren und ja, dann wünsche ich einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am 31.05. wieder bei dem Talk mit den Politikerinnen. Und dir auch vielen Dank, Maria, fürs Organisieren und die PowerPoint-Präsentation. Alles wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du und der Mike, dass ihr uns da so gut unterstützt. Das ist auch, ich denke, ist für uns ganz wichtig. Und was auch wichtig ist für uns, dass ich jetzt auch viele Leute kennengelernt habe durch die Talks, die ich vorher nicht kannte. Und das ist eine Bereicherung. Also vielen Dank. Danke, Lina. Bis bald. Danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch.
Tschüss. Ich schließe jetzt, fliegen alle raus. Gut.